Ja, wer macht das? Wer du und ich? Und alle die, die keinen Bock auf Gewalt haben, die Liebe wollen, Licht, Frieden, Wohlstand, Freundlichkeit und Liebe und Licht auf der Erde. Alle die machen das. Und es funktioniert ja. Geht hin zu euren Abgeordneten, zu euren Imamen, zu euren Priestern, zu jedem, der euch aufstacheln will und sagt, nein. Ich mache deine Aufstachel- und Lügen- und Hetzkampagne nicht mehr mit. Ich umarme meinen Nächsten. Ich umarme den Linken. Ich umarme den Rechten. Ich umarme den, den du mir als Feind verkaufen willst. Ich nehme die Waffe nicht in die Hand. Und wenn einer kommt und sagt, ich habe hier eine Rechtfertigung, und sagt, dann nimm deine Waffe und geh und mach, was du für richtig hältst. Mich überzeugst du nicht. Und die Leute werden erwachen, immer mehr. Und es wird sowieso so kommen. Jeder, der der Gewalt zustimmt, indem dass er schweigt oder gar mitmacht, lädt dieses Karma automatisch auf sich. Denn diese ewige Mühle, sagt es euren Soldaten, sagt es den Leuten, die in der Rüstungsindustrie arbeiten, legt eure Arbeit nieder, legt eure Waffen nieder, lehnt Gewalt in jeglicher Form ab. Und lasst nicht zu, dass man euch irgendwie einredet, dass Gewalt eine Rechtfertigung hat. So einfach ist es. Wer macht mit? Machst du mit? Hier sind viele Kommentare, die sagen, aber, der Böse der Böse das. Ja, jeder hat seine Agenda und jeder hat seine Rechtfertigung für Gewalt. Und solange diese Rechtfertigung für Gewalt noch in unserem Herzen lebt, wird es auch keinen Frieden geben. Und dann ist jede Jammerei von jeder Seite eine Heuchelei. Es gibt keinen Grund, dass die Ukrainer gegeneinander kämpfen. Außer den, dass sie aufgestachelt wurden. Mit Lügen, Propaganda, Falschinformationen und Hetze. Und was wir heute machen mit den russischen Bürgern hier oder egal welche Nation, das sollten wir eigentlich schon lange überwunden haben. Da haben wir gesagt, das wollen wir nie wieder. Nie wieder Kanone, nie wieder Heer, nie wieder Krieg. Nie wieder zulassen, dass Minderheiten, Andersdenkende, andere Völker diskriminiert, diskreditiert oder ausgeschlossen werden oder beziehungsweise als Feinde dargestellt werden. Wir hatten das schon. Lehnen wir das jetzt gemeinsam ab. Um nichts anderes geht's hier. Und dann ist Schluss, dann können sich Biden und Putin selber die Köpfe einschlagen, weil ihnen niemand mehr folgt. Amen.